stehen hier an dem Inselteich. Das ist einer der drei Teiche im Murmelbachtal, die wir mit dieser Maßnahme entschlammen. Im Laufe der Jahre wird über das Wasser des Murmelbachs viel Schlamm in die Teiche eingetragen. Dieser Schlamm ist sauerstoffzehrend. Das bedeutet, dass die Fische praktisch ihre Nahrungsgrundlage dadurch auch verlieren und die Wasserqualität dadurch sehr stark leidet. Die Entschlammung ist deshalb wichtig, weil das Ökosystem in diesem Gewässer dadurch stark verbessert wird. Und das ist die Grundlage für die Fische und für die Pflanzen. Also hier, diese Sedimententnahme passiert über ein schwimmendes Saugspülverfahren. Das Saugspülverfahren wird über den hinter uns befindlichen Saugbagger ausgeführt. Hat den großen Vorteil, dass wir die Ufer nicht befahren müssen und dass eben auch der Gewässergrund gar nicht tangiert wird. Das heißt, ein sehr, sehr sensibles Entnehmen von Schlamm. Und das wird dann durch die lange Spülleitung, die wir bis ins Tal runter über 1600 Meter liegen haben, wird das abgeführt, das Material, also ein geschlossenes System, und kommen mit dem Material unten im Tal dann an. Dort stehen dann entsprechend die großen Geotextilschläuche, wo dieser Schlamm unter Zugabe von einem Flockungshilfsmittel eingespült wird. Und im nächsten Moment entwässert der in Sekunden aus diesem Schlauch heraus, aus dem Geotextil, und das Sediment fällt in diesem Schlauch runter, weil es schwerer ist, und sedimentiert dort bis zu einem bodenähnlichen Produkt später. Was wir hier sehen, die Teichentschlammung, ist nur eine Kette von Maßnahmen, die die WSW in den letzten Jahren durchgeführt hat. Wir haben das Regenrückhaltebecken Adolf-Vorwerk-Straße saniert und einen Kanal reaktiviert. Das bedeutet, dass wir keine Regenwassereinleitung mehr in das Murmelbach-System haben, was schon deutlich zur Gewässerqualitätssteigerung beigetragen hat in den letzten Jahren.